Hallo, geliebter Schatz. Wir machen die letzten großen Schritte auf die Jahreswende zu. Ja, wendet sich da irgendetwas? Nein. Wir wollen nur eins. Das sein, was wir wirklich sind und da sein, wo uns Gott eingesetzt hat. Einfach nur im Frieden sein. Im Frieden unseres ewigen Selbstes. Dass wir miteinander und mit dem Vater teilen. Und so können wir uns selbst und die Welt heilen. Aber wir haben uns derartig eingekauft in diese Welt der Trennung und haben seit Anbeginn der Zeit an sie geglaubt. Wir hielten Trennung, Sterben, Leid für normal und haben geglaubt, dass Gott uns helfen soll, in dieser Welt besser klarzukommen, mehr Frieden und Glück zu erfahren. Nein. Gott Vater kennt diese Welt nicht, wir träumen nur, wir schlafen hier. Wir machen unsere eigenen Albträume. Aber er liebt uns grenzenlos und möchte, dass wir zu dem, was wir wirklich sind, leidfrei in ihm erwachen. Und dafür hat er dir, seinem heiligen Kind, und mir und jedem einen Führer gegeben. Und der führt uns nach Haus. Zum wirklichen, ewig und wandelbar glücklichen Leben, Vater. Wir machen also jetzt gemeinsam zur Jahreswende den Sprung in den erleuchteten Geist, den Sprung in die Freude, den Sprung in die Liebe. Dafür muss ich alle überzeugen, die ich hatte, einfach loslassen. Sie kamen aus der falschen Perspektive, falschen Wahrnehmung. Ich bin kein Mensch, kein Körper, keine Frau. Und die Welt, die meine Augen sehen, Körperaugen, gibt es nicht. Die einzige Wahrheit, die es gibt, ist, wir sind ein heiliges Selbst, ewiges, unwandelbares Selbst, Licht, Liebe, Freude, Glückseligkeit und lieben ewig einander. Wenn da jeder alles hat, sind wir vollkommen frei von Leid. Das ist die Wirklichkeit und die hat mit dieser Welt nichts zu tun. Gar nichts. Darum müssen wir sie loslassen. Sonst spielen wir hier Gott und machen eine Welt des Todes und des Leides. Dann sind wir aber der Gott des Todes, des Leides, der Krankheit, der Trennung, der Konflikte. Nein, das wollen wir nicht mehr. Wir haben uns entschieden, die Welt zu heilen und alle zu lieben. Gut, die Einleitung nochmal zu den letzten Lektionen. Unsere letzten Lektionen werden von Worten so frei bleiben wie nur möglich. Wir verwenden sie nur zu Beginn unseres Übens und nur, um uns daran zu erinnern, dass wir über sie hinauszugehen suchen. Wir wollen uns an ihn wenden, großgeschrieben den Heiligen Geist, der auf dem Weg vorangeht und unsere Schritte sicher macht. Das ist jetzt ganz wichtig. Er allein weiß und er allein kennt den Weg nach Haus. Ihm überlassen wir diese Lektion, die wir auch mit ihm, wie wir auch ihm von nun an unser Leben übergeben, also in allen Aspekten. Wo soll ich hingehen, was soll ich tun, wem soll ich was und wie sagen? Alles geben wir ihm, seiner Führung. Denn wir möchten nicht erneut zurück zum Glauben an Sünde kehren, der die Welt hässlich und unsicher erscheinen ließ, angreifend und zerstörend, gefährlich auf alle ihre Weisen
und verräterisch jenseits der Hoffnung auf Vertrauen in und entrinnen aus dem Schmerz. Ja, wir haben alle als getrennt von uns gesehen und als potenzielle Feinde. Wir haben uns versucht, unser kleines menschliches Leben zu schützen. Unsere Schlösser verriegelt, unsere Häuser verriegelt, Angst gehabt und so weiter. Und das ist alles nicht wahr. Denn wir sind alle Brüder, die einander lieben, so im Vater. Sein ist der einzige Weg, den Frieden zu finden, den Gott uns gab. Und zwar in Gott. Es ist sein Weg, auf dem ein jeder reisen muss am Ende, weil es dieses Ende ist, das Gott selbst bestimmt hat. Dass wir alle erwachen, zurückkehren. Im Traum der Zeit scheint es sehr fern zu sein. Und doch, in Wahrheit ist es jetzt schon hier und dient uns schon als gnadenreiche Führung auf dem Weg, welchen wir gehen sollen. Gott ist, und dann hören wir auf zu sprechen, das ist, der Himmel ist kein anderer Ort, sondern nur ein anderes Gewahrsein. Wir leben hier und jetzt in Gott. Lass uns gemeinsam dem Weg folgen, den uns die Wahrheit weist. Und lass uns die Anführer sein für unsere vielen Brüder, die den Weg suchen, ihn jedoch nicht finden. Dazu gehören auch die vielen Religionen dieser Welt und die vielen verschiedenen Überzeugungen und Esoterik und vielen spirituellen Wegen. Es gibt nur einen einzigen Weg. Wie es einen Weg rein gab, gibt es nur einen Weg raus. Gott ist, wir sind alle in ihm und wir teilen eine Identität. Das ist alles. Es gibt nur ein Selbst. Und das ist die Liebe, der Frieden, das Glück. Alle Gaben Gottes sind mein. Ich akzeptiere diese Tatsache, Gottes Sohn zu sein und teile diese Identität mit jedem. Dann ist jede Freude da, mir voll gegeben, weil ich glücklich erschaffen worden bin. Und meine Funktion ist einfach nur, allen alles zu geben und mit ihnen zu heilen. Und lass uns unseren Geist diesem Zweck hingeben, indem wir alle unsere Gedanken darauf richten, der Funktion der Erlösung zu dienen. Also nur das, was wir mit allen teilen, dient uns. Uns ist das Ziel gegeben, der Welt zu vergeben. Gib allen alles, damit du hast. Und sieh das wirklich in jedem. Es ist das Ziel, das Gott uns gab. Sein Ende des Traumes ist es, das wir suchen und nicht das unsere. Ja, wir wollen nicht mehr träumen, sondern glücklich erwacht und zärtlich geliebt vom Vater sein in ihm. Denn alle, denen wir vergeben, werden wir nicht versäumen, als Teil von Gott selbst wiederzuerkennen. Also indem ich dir vergebe und dich als mein Bruder sehe, dann sind wir eins in Gott und lieben einander. Kann gar nicht anders sein, denn wir teilen ja eine Identität, uns von ihm gegeben und natürlich in ihm. Und also wird denn die Erinnerung an ihn zurückgegeben, vollständig und vollendet. Es ist unsere Funktion, uns auf der Erde an ihn zu erinnern. Also durch die Vergebung, dir vergebe ich, erinnere ich mich an Gott, denn du bist Teil von Gott. So wie es uns gegeben ist, seine Vervollständigung in der Wirklichkeit zu sein. Also ich mach Gott Vater vollständig, denn ich bin Teil von ihm. So lass uns also nicht vergessen, dass wir unser Ziel miteinander teilen, denn es ist dieses im Sinn, das die Erinnerung an Gott enthält. Also wir haben ein gemeinsames Ziel. Wunderbar. Und den Weg zu ihm und zum Himmel seines Friedens weist. Durch dieses gemeinsame Ziel, durch das Teilen einer Identität, kommen wir zum Vater und zum Himmel, der wir sind. Und sollen wir dann unserem Bruder nicht vergeben, der uns dieses schenken kann? Aber ja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist also der Weg, die Wahrheit und das Leben und mein Erlöser, das uns den Weg weist. Ja. In ihm wohnt die Erlösung, die uns durch unsere Vergebung angeboten wird, die wir ihm geben. Und dafür muss ich verstehen, dass alles Negative, was ich in der Welt sehe und jeder Angriff, den ich noch erlebe, alles nur ich selber mache. Ich bin der Macher des Traumes. Der Träumer des Traums. Und wenn ich noch Schuld in mir trage, weil ich die Welt ja gemacht habe, mich von Gott getrennt habe scheinbar, dann ziehe ich den anderen, dass er mich angreift. Aber gerade durch diesen Angriff meines Bruders, der in Wirklichkeit ja nur nach Liebe ruft, werde ich aufgefordert,
richtig hinzuschauen. Meinen Bruder zu sehen in seiner Herrlichkeit, Heiligkeit und Vollkommenheit im Vater. Und dann erkenne ich mich. Wir wollen dieses Jahr nicht ohne die Gabe beenden, die unser Vater seinem heiligen Sohn versprach. Was ist sie? Es ist uns jetzt vergeben. Also eine Neugeburt in der Gegenwart. Es ist uns vergeben. Wir sind erlöst von all dem Zorn, der, wie wir dachten, Gott gehörte. Und stellen fest, dass es ein Traum war. Also die Idee, dass Gott die Sünden bestraft. Und dass wir diese 10 Gebote befolgen müssen und so weiter. Das ist alles nicht wahr. Natürlich werden wir keinen töten, wenn wir in der Liebe Gottes leben und jeder Teil von uns ist. Aber kann ich jemanden betrügen? Kann ich jemanden hintergehen, wenn ich doch selber alleine das Ganze bin? Ist doch alles nicht wahr. Wir sind der geistigen Gesundheit zurückerstattet, in welcher wir verstehen, dass Ärger wahnsinnig, Angriff verrückt ist und Rache nichts als törichte Fantasie. Ja, ich bin das Ganze und alles, es geht immer nur um mich. Das ist der Schlüssel der Erlösung. Also das Ärger, vollkommener Blödsinn und Angriff natürlich greift mich nur selber an. Und Rache, ja, ich räche mich dann an mir selbst. Wir sind vom Zorn erlöst, weil wir lernten, dass wir im Irrtum waren. Wir haben die Trennung geglaubt, die ist nicht da, ich bin das Ganze. Nichts mehr als das. Und ist der Vater über seinen Sohn verärgert, weil er die Wahrheit nicht verstand? Aber nein. Er hat uns den Erlöser gegeben, den Heiligen Geist, der uns jetzt nach Hause in die Freude führt, ins ewige Leben, eins mit dem Vater und mit allen Brüdern in Liebe und Freude. Wunderbar. Gibt keinen schöneren Weg, wirklich nicht, Bruder. Wir kommen in Ehrlichkeit zu Gott und sagen, dass wir nicht verstanden haben und bitten ihn, uns zu helfen, seine Lektionen durch die Stimme seines eigenen Lehrers zu erlernen. Alles sind Lektionen, von denen Gott möchte, dass ich sie lerne. Würde er seinen Sohn verletzen, aber nein. Oder würde er ihm eilends Antwort geben und sagen, dies ist mein Sohn, ja, und alles, was mein ist, das ist sein. Dies ist mein Sohn. Und alles, was mein ist, das ist sein. Alles, was deines Vaters ist, mein. Ich bin dein Sohn. Dein Schatz, deine Freude, deine Herrlichkeit, deine Ausdehnung, deine Totalität, die ich mit dir teile, ich bin dein Sohn, ewig glücklich in dir, Vater. Und mehr als das kann niemand jemals haben, denn in diesen Worten ist alles, was da ist, und alles, was sie sein wird, durch alle Zeit hindurch, in alle Ewigkeit. Also alle Gaben Gottes sind mein. Ich bin die Freude, ich bin die Liebe, ich bin das Heilige Selbst, ich bin das schönste und herrlichste Kind Gottes. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich muss nichts tun. Ich ruhe in Gott mit all den Gaben. Wunderbar. Aber dahin müssen wir uns führen lassen. Es gibt keine andere Möglichkeit, glücklich zu sein, als dass wir jetzt die Lektion 363, ist ja immer wieder die gleiche, aber sie ist jeden Tag neu, weil jeden Tag kommen neue Situationen, die mich auffordern. Tritt zurück und lass dich vom Heiligen Geist führen. Also, heute Lektion 363, diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen. Gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Ach, ist das gut. Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Ich bin in deiner Gegenwart im heiligen Augenblick und gebe alle meine Belastung ihm. Hab du die Führung? Das ist meine Entscheidung. Meine Bitte. Ich lade ihn ein, hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen. Eine Entscheidung. Gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt, mein Vertrauen. Geführt vom Heiligen Geist komme ich zu Frieden, zu Glück. Er ist der einzige Weg zurück in meine Wirklichkeit. Heil, erlöst und gesund, glücklich im Vater zu sein.
Und wenn ich ein Wort brauche, das mir helfen soll, so wird er es mir geben. Wenn ich einen Gedanken brauche, wird er ihn mir auch geben. Und wenn ich nur einen stillen, ruhigen, offenen Geist brauche, sind das die Gaben, die ich von ihm empfangen werde. Er hat die Führung auf meine Bitte hin. Er wird mich hören und mir Antwort geben, weil er für Gott, meinem Vater und seinen heiligen Sohn spricht. Was ist die wichtigste Botschaft in dieser Lektion? Ja, dass da einer ist, von Gott mir gegeben, der mich in Frieden, in Freude zu mir selber und zum Vater führt. Und welches Ziel hat jeder in der Welt? Ja, glücklich zu sein, sich selbst zu finden. Und kann er das, wenn er glaubt, etwas zu sein, was er nicht ist? Nein. Ich muss mich also vollkommen an ihn wenden, den Gott mir gegeben hat, als sicheren Führer in die Freude, in das ewige Leben, zu mir selbst. Wie war es in der Übung? Es war so, dass ich, bevor ich diese Einleitung dazu las, ich lud den Vater ein, der Heilige Geist und dich, Jesus Christus, da begann schon diese liebevollen, hilfreichen Gedanken vom Vater. Die mich einfach, ich sag jetzt mal, darin bestätigten, dass ich grenzenlos geliebt bin. Dass ich den Vater nie verlassen habe, dass ich in ihm glücklich bin. Und dass ich erkannt habe, dass alle Brüder mich lieben und ich sie alle liebe. Also kann es in der Wirklichkeit überhaupt keinen Konflikt geben. Ja, das ist eine neue Überzeugung, da hast du recht, Jesus. Das ist eine neue Überzeugung. Und das kann nicht auf einen Schlag gehen. Also unter der Führung des Heiligen Geistes werden systematisch meine falschen Überzeugungen, die ja immer dafür da waren, dass ich versuchte, meinen Körper zu retten oder die Körper anderer zu retten, die mir anvertraut, meine Kinder, meinen Partner, meine Freunde und so weiter. Ich war also immer dabei, mich irgendwo zu verteidigen. Nur in der Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit, ist eine Lektion. Und so ist es. Ich nehme meine wahre Identität an. Mit der Führung des Heiligen Geistes. Ich lese nochmal die Lektion, Lektion 363. In diesem heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen. Gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Wunderbar. Und wenn ich ein Wort brauche, das mir helfen soll, so wird er es mir geben. Wenn ich einen Gedanken brauche, wird er ihn mir auch geben. Und wenn ich nur still und einen ruhigen, offenen Geist brauche, sind das die Gaben, die ich von ihm empfangen werde. Er hat die Führung auf meine Bitte hin und das Vertrauen brauche ich ihm, dass er mich führt, auch wenn du jetzt nicht die Worte hörst. Er hat die Führung, wenn du ihm die Führung übergibst und dann wird er dich führen und dich inspirieren, glaub's mir. Er wird mich hören und mir Antwort geben, weil er für Gott, meinen Vater und seinen heiligen Sohn spricht. Also wir mögen nicht immer Worte hören, aber sehr klare Inspirationen und ein Bruder sagte mir, dass jetzt, als seine Familie zu Besuch war über Weihnachten, er sich ganz dieser Führung des Heiligen Selbstes hingegeben hat, dass er die Stimme des Heiligen Selbstes, der Heilige Geist, und dann lief alles wie von allein und vorher war alles geblockt. Da waren Erwartungen da oder sich unter Druck gesetzt fühlen und auf einmal war alles weg. Und alle fühlten sich wohl und waren geborgen in dieser Liebe, die dann durch uns fließt zu allen. Denn der Heilige Geist liebt ja alle. Er sieht ja alle als Teil von Gott und Teil von mir. Und unter seiner Liebesführung bin ich in Frieden und in Harmonie. Ich wünsche dir, mein Bruder, einen glücklichen, glücklichen, glücklichen Tag.
unter dieser Führung. Tritt immer wieder zurück, wenn irgendwelche störenden Gedanken kommen. Heiliger Geist, wie soll ich jetzt auf diese Situation schauen? Und übernimm das. Beim Autofahren, du fühlst dich angespannt. So viel Verkehr oder was. Heiliger Geist, übernimm du die Führung. Und schon entspannst du dich. Er nutzt deine Fähigkeit, Auto fahren zu können, aber du bist in der Freude und entspannt. Wunderbar, so entspannen wir uns zum Jahreswechsel hin. Es ist wunderschön. Danke, 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 mein Schatz.